Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und die Zuschauer von Krabs zur nächsten Folge Real Life Arma 3. Hi Krabs. Hallo. Ja, Krabs ist ja hier in voller Kampfmontur. Ja. Und ich kann euch aber sagen, heute ist nichts mit Kämpfen, denn heute werden wir uns mal ein neues Gefährt hier in Real Life reinziehen. Den Rollstuhl. Den Rollstuhl. Und Krabs und ich haben schon erfolglos, wie ihr hier sehen könnt, mit Rollstühlen versucht, uns fortzubewegen. Krabs, sein Rollstuhl hängt hier in der Mauer. Meiner hängt hier und ich habe eine super Animation. Das muss Krabs auch mal ausprobieren, wenn er sich da hinsetzt. Habe ich hier, pass mal auf, ich schon mal da rein. Ich sitze hier schon. Okay, und jetzt wird ordentlich Gas gegeben. Oh, das sah fast aus, als würde ich rauskommen. Hopp, das werde ich schon schaffen. Komm, Ralf, gib Gas. Genau, dann Powerarm. Oh, jetzt bin ich stehen geblieben. Jetzt passiert gar nichts mehr. Schade, vorhin bin ich noch so richtig schön durch die Wand gebackt. Das sah richtig übel aus. Oh, Licht an. Ich hab Licht angemacht, Alter. Das Ding hat sogar Licht, ist ja geil. Awesome, Alter. Guck mal meine nackten Beine, Mann. Wie sehe ich denn aus? Ich glaube, das wird mein Thumbnail für die Folge. Zieh dir erstmal Sachen an, dann kannst du mich gleich heilen. Ich hab nur 97. Nee, da muss ich ja voll die Medic-Ausbildung machen. Ich kenne mich doch voll nicht aus so. Aber warte mal, ich mach mal die Türen auf. Vielleicht hilft das. Ah, schon viel besser. Jetzt kann ich bestimmt mit meinem Mietchen losfahren hier. Dann haben wir Licht angemacht. Und los geht's. Nee. Das da kann man die Leute töten, wie von nur. Oh, ich kann umdrehen. Ja, mach mal. Umdrehen. Pass bloß auf. Ah, nice. Jetzt mach ich die Tür zu? Nein, ich sitze drauf, mach nicht die Tür zu. Ich will die weg. Achtung! Warte mal, bleib mal stehen. Ja, ich versuch's ja. Oh, okay. Schau mal lieber aus. Ich will nochmal versuchen, umzudrehen. Das habe ich nicht stehen. Ich will ein Stück fahren. Mal das ist eine geile, auch von der Innensicht ist super. Ja, aber du bist schief. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Was denn hier los? Du bist schief, Ralf. Ja, ich weiß, okay, ich steig aus. Abspringen, schnell abspringen. Das ist zu gefährlich. Wow. Okay, der Rollstuhl hat sein Eigenleben entwickelt hier, kann das sein? Der Rollstuhl und Krabs. Wer wird gewinnen? Jetzt kann ich ihn nicht mehr umdrehen. Na toll, du hast es kaputt gemacht. Ja, stimmt, geht nicht mehr. Wir können ihn ja noch beschießen, theoretisch. Ja. Ich wurde jetzt als Medic freigeschalten, aber denkt bitte nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine Medic-Folge mache. Ganz im Gegenteil. Ich kaufe mir eigentlich nur Klamotten. Ja, komm, kauf mir mal Medic-Klamotten, damit ich ein bisschen cool aussehe. Und was brauchen wir noch? Ausrüstung, der Defibrillator, den kaufen wir mal. Ich habe nicht genug Platz, das heißt, ich brauche erstmal einen Rucksack. Ich hoffe, ich kriege auch stylische Rucksackkleidung. Das ist umsonst der Rucksack. Ja. Sogar ich könnte hier einkaufen, die Klamotten. Sehr cool. Obwohl ich kein Medic bin. Ausrüstung, Nachtsichtgerät, Defibrillator, Erste Hilfe, 1, 2, 3, 4, 5, Werkzeugkasten. So, nicht genug Platz. Alles klar, ich bin soweit, Krabs. Ich bin bereit, einen neuen Rollstuhl zu besitzen. Gut. So, erstmal Krabs sein hier kaufen. Geil. Ah, Schlüssel. Ah, Wheelchair, der in der nächsten. Nee, ist es hier, okay. Habe ich dir gegeben? Bitte verlassen Sie den Spawnplatz und nicht vergessen, nicht anschalten, ja bitte, wenn du losfährst. Ah, sehr gut, so hört sich das Krabs an. Nicht vor mir rumlaufen. Warte, mach was Cooles. Ja, mach mal einen Stunt hier. Yeah, Alter, oh, leck mich, ey. Krabs, Mann, du bist hier Nitro Circus, Mann. Da kannst du mitmachen. Ja. Bist du der Styler mit dem Teil hier? Auf jeden. Guck dir das an, 11 km/h. Wie du abgehst auf dem Gerät. Nicht, mich, niemals. Wie Flake am Schaf, Alter, wie gehst du ab? Ja, nice, Alter. Okay, ich hol mir auch mal einen. Wer es kann. Kaufen, alles klar, Mann. Das hast du nicht ausgemacht. Mal wieder aus. Du bist ja so crazy, schöner. Mann. Okay, erstmal einsteigen in den Wheelchair. Wieder Ego-Perspektive oder was, Krabs? Klar. Meine Beine. Was denn? Ja, hier sind meine Beine. Okay. Nee, Ego ist, glaube ich, ein bisschen schwer, ey. Ja, ist doch super. Pass bloß so auf. Hupen? Geht nicht. Okay, du machst auch einen... Oh, Bremsen ist auf jeden Fall... War ich gerade eine Wheelie, ne? Hier irgendwie so. Nein, Motor aus. Wow. Ich hab mal den Motor ausgemacht von mir. Ja, mach ich auch mal aus, ja. Inventar, alles gut. Okay, ich bin bereit, Krabs. Wir haben erste Hilfekisten, ich habe Verbandskasten und Defibrillator. Habe ich auch dabei, glaube ich? Ne, oder? Egal. Ja, Herr Doktor möchte, dass Rollfinger atmen wird. Ja, natürlich will ich auch. Ich bin Herr Medic. Okay, Krabs, lass uns mal die Landschaft erkunden. Okay, wo geht's denn hin? Hey, Krabs, wie geht's denn am Rollstuhl? Schnell weg! Oh, Suchuk, benötigt medizinische Hilfe. Nix. Suchuk wird gegessen in meiner Heimatstadt. Von 11 km/h auf 12 km/h kommt man dann. Alter, mit Shift oder was? Du übertreibst immer so maßlos, ey. Geht aber immer vorsichtig wegen Verkehr. Ja, Vorsicht. Oh, Licht an. Ja, mal ja. So, wir können mal im Gehsteig die Straße entlang fahren. Mal gucken, ob da jemand ist. Okay. Können wir gucken, ob wir Pflegepersonal finden. Wow!
Oh, schnell weg hier. Oh, Krabs. Na toll. Na toll. Vielleicht was geht's um hier. Denn hier? Meine Beine. Alter, meine Beine. Was ist da los, Krabs? Ich kann nicht mehr vorwärts fahren. Ja, ich kann nur rückwärts. Ich auch, Mann. Ich fahr jetzt mal gegen die Haus. Vielleicht hält's ja. Ich dreh mal um. Mach's Licht wieder aus. Oh. Wo bist du, Krabs? Ich seh dich nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr lenken. Ich kann gar nichts mehr machen. Was soll denn? Ich hab mich gerade die Rede gemacht an im Rollstuhl, sag mal. Sehr gut. Ich bin so krass, Mann. Pass auf. Fahr kurz gegen die Wand. Wow, nice move, Ralf. Nice move. Oh Gott, ich hänge wieder in der Wand fest. Oh shit, oh shit. Ich bleib hier liegen. Versteck dich. Nee, doch nicht. Versteck dich, Chris, versteck dich. Weiß ich nicht. Da kommt jemand. Ein Jäger. Beweg dich einfach nicht. Mach mal lieber das Licht aus. Ja, versteck dich einfach. Ja, Mann, ich war voll in Stunt hier, Mann. Ich bin Action Jackson. Der kommt. Ich hau ab. Ja, Mann. Hau mir ab, ja, Mann. Oh, scheiße, ich hänge wieder. Ich hänge fest, Krabs. Verdammte Axt. Ich steig mal schnell aus. Okay. Reparieren. Okay, ich repariere mal mein Wheelchair. Echt? Ja. Der hat Schaden genommen, ja. Wie hast du das gemacht? Mit Windows-Taste und dann reparieren. Ja, aber ich habe kein nichts zum Reparieren halt. Achso, ja, ich kann dann auch reparieren. Cool. Steht der dann wieder? Weiß ich nicht, das finde ich gerade raus. Aber die Position ist gänzlich ungünstig. Super, Aktion abgebrochen, das wollte ich auch nicht. Ah. Ich steig mal wieder auf, vielleicht schaffe ich's. Komm, Ralf, gib Gas, du schaffst das, Mann! Sei dein Medic! Ist auch diese Privatbeleuchtung so super, sieht so aus, als würde ich aus den Augen leuchten. Wo hast du nur den Rollstuhl her? Sag ich nicht. Ich sag, wo hast du den Rollstuhl her? Sag ich nicht. Der soll mir nicht zu nahe kommen, der stirbt sonst. Ah, mehr Kraft, Ralf, mehr Kraft in den Armen. Mehr Kraft Reserven. Ja, ich schaff's, ich dreh mich. Komm hier wieder raus aus der Wand, bitte komm hier raus. Okay, ich steig jetzt mal aus, vielleicht packe ich dann in die Wand. Oh, nice, seid ihr reif. Nicht schlecht, der Move. Will nicht mit dem reden. Geh weg. Ah, okay, ich glaube, wir müssen, Krabs, ich glaube, wir müssen unsere Rollstühle aufgeben. Ja, ich glaub's auch. Ich glaube, der behinderten Leuten, ja, dem muss er helfen. Warte mal, wie hilft man dem jetzt? Oh Alter, nein, wie ist denn der? Piep. Schnell absperren und abhauen. Legen die irgendwie mit dem Rad fest, ne? Können sie nicht reden? Ich übernehme das schon, warte mal. Geh weg, wenn du nicht sterben willst. Ah, die Herren, ja, ich bin Medic, das ist mein Patient. Mal, er soll abhauen und bitte, doch. Bitte gehen Sie auf die Seite, ich muss ihm selbst der helfen. Hängt hier irgendwie fest. Wir dachten, wir helfen dem mal. Nein, ist schon okay, mit Ihrer Waffe gezogen brauchen Sie nicht helfen, der Mann ist bedürftig, sehen Sie doch. Das war ein Versehen mit der Waffe, das war natürlich beim Aussteigen, immer jetzt, Sie machen ihn nur verrückt, gucken Sie mal. Achso, ich bin nämlich gemütet im TS, sorry, Krabs. Ja, der ist schon die ganze Zeit hier verrückt rumgefahren. Ja, deswegen bin ich ja hier, ich bin ja Medic, ich bin doch dafür zuständig, das ist mein Beruf, solchen Leuten ihn zu helfen. Schon okay. Bricht der auch, der Mensch? Oh. Nein, der ist doch nur behindert. Sehen Sie es nicht, Mann. Ja, deswegen dachten wir, wir helfen dir mal, weil der hier halt so an der Straße rumgeirrt ist. Nee, ist schon okay. Ich bin jetzt hier, ist alles unter Kontrolle. Ich werde jetzt in Ruhe mit ihm reden und das wird dann schon wieder, hoffe ich. Mal als Frage, falls ich mal auch irgendwie gesetzt den Fall, man möchte ja sowas Böses nicht heraufbeschwören, aber es kann ja immer mal wieder vorkommen. Mach das Licht wieder aus. Du blöder Koppel, mach das Licht wieder aus! Gleich stirbst du wieder. So, entschuldigen Sie, ich musste das mal kurz mit ihm bewegen. Mann, sei jetzt endlich ruhig. Habt ihr so eine Pillen heute Morgen gegeben? So, ich glaube, können Sie kurz mit Ihrer Waffe den Herrn vielleicht mal mit Shift G ausnocken? Ich glaube, der braucht das gerade. Nein. Doch. Nur zu deinem Besten. Ich blende dich! Ich nehme mal das kleine Kaliber. Das ja, Herr Paris, Sie haben volle Befugnis, dieser Person kurz auszunocken. Der tötet mich. Nein, tut er nicht. Der schießt auf mich, oder? Nein, wird er nicht, nein. Ich sitze in einem Fahrzeug. Denke, wie willst du mich ich kann ihn nicht niederknüppeln, wahrscheinlich sterbe ich jetzt auch noch. Ja, nee, dann lassen wir es lieber sein. Nee, geht nicht. Okay. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich nicht. Das ist doch kein Fahrzeug, das ist ein Rollstuhl, sehen Sie das nicht? So, Herr Krebs, hören Sie mich, hallo! Ich blende dich! Mann, ey, was ist mit Ihnen heute schon wieder los, ich ey? Ich kann nur Lichtzeichen geben, so. Okay, blinken Sie für zweimal, für ja, Sie verstehen mich. Signale, wie geil. Und blinken Sie nur einmal was? Jetzt habe ich selbst nicht mehr, ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe gerade. Blinken Sie einfach mal! So, ich bitte Sie sich jetzt mal aus Ihrem Fahrzeug hier, aus dem Rollstuhl, steigen Sie mal bitte aus.
Also die krabbeln mal nicht um mich rum hier, ja, sonst muss ich sie festnehmen. Herr Crabspawn, bitte steigen Sie jetzt aus dem Fahrzeug aus. Doch langweilig. Oh. Ja, wir müssen wieder zurück. Oh, ein Wunder ist geschehen, er kann gehen. So, jetzt bitte begleiten Sie mich. Ein Wunder! Ich sperre das Fahrzeug ab. Ein Wunder! Oh, oh. Jetzt hat er auch noch eine Waffe, das ist aber sehr ungünstig. Aber jetzt ab hier. So, schön zurück zum Akku. Danke für die Hilfe, Dejan. Tschüss. Ich geh mir so auf den Sack, solche Typen. Und dann der eine. Der war super, ja. Hier steht noch ein Rollstuhl, der an ist. Will da aus Protest einfach nicht antworten. So, neuer in der Skoda wollte ich jetzt schon fast kaufen. Juhu. So, du kriegst einen neuen Schlüssel, warte. Kannst du nicht als Beifahrer mit? Ja, ist ja geil. Guck mal, wir haben schon, schon vier Wheelchairs hier rumstehen, ey. Das ist nicht auszuhalten. Ja. So, wir müssen aufpassen. Bordsteine sind absolut unsere Feinde. Ja. Ich bin wieder unterwegs. So. Warte auf mich. Aber das Roleplay sollten wir vielleicht mal ausprobieren, oder? Einer im Rollstuhl und der andere ist der Begleiter. Ach. Moment, ich muss die Waffe wieder in den Rucksack packen. Das sieht sonst scheiße aus. Können wir los? Ja, ich bin dabei, Mann. Wundert mich, warum ich denn. Ich habe da vorhin im TS jetzt ja diesen blöden Hotkey angemacht. Jetzt geht es nicht, dass ich mich hier. Jetzt hörst du mich doppelt, oder? Im Game, wenn ich rede. Ja. Schade. Ist mir egal. Okay. Immer schön vorsichtig fahren, Crabs. Denk dran. Ja. Wir sind hier nicht alleine. Bin schneller. Ja, ich fahre auch extra langsam, weil ich muss ja auf dich aufpassen. So, wir biegen mal nach links ab, aber nicht auf den Bordstein. Sehr gefährlich. Ja, das sieht gut aus. Okay, ich drück mal Shift. Hardcore! Guck mal, ohne nach vorne zu gucken. Das sieht so albern aus. Wollen wir so farmen gehen? Ja, Mann, lass mal Kokain machen. Hat das Ding eigentlich tatsächlich, Alter, da passen 15 Sachen da rein. Ich würde mich mal gerne neben dich stellen. Darf ich dir mal ganz kurz. Ich bremse, Vorsicht, ich bremse. Halt, nicht so weit, nicht so weit. Okay. Okay, okay. Okay, ist ein schönes Bild. Ich versuche nur mal gleich so. Ah, ist gut, ja, ist gut. Okay, alles klar, Krabs. Ich fahr weiter. Wollen wir mal gucken, ob wir da vorne über die Schienen fahren können? Da vorne sind. Oh Gott, das wird nichts, Krabs, wir sollten umdrehen. Oh, ich geb Vollgas. Schaff das. Okay, Mann. Komm, wir springen. Schaff das. Wann kommt der nächste Zug? Ja, wahrscheinlich. Der fährt vorbei wahrscheinlich, oder bist du nicht da? Komm, Krabs, gib Gas, Mann, du schaffst das. Ja, ich geb schon Vollgas. Oh mein Gott. Krabs, diese Rausch an Geschwindigkeit. Oh Hüper! Gott, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Jetzt hängen wir hier beide. Naja, hängen wir jetzt fest in der Scheiße hier. Rückwärtsgang! Aber Turbo! Rückwärtsgang will nicht, ich drehe mich einfach nur. Ja, doch! Au! Oh! Ich bin drüber gekommen. Aber jetzt habe ich voll den Mega-Wheelie am Start hier. Ist ein bisschen wie Disco-Lichter hier. Die kombinieren sich, muss immer aussteigen. Alter, wie es hier abgeht, Krabs! Party! Oh Gott, 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 oh Gott! Was ist hier los, Alter? Was sind das da oben für? Boah, weiß ich nicht. Ich muss hier aufsteigen. Jetzt wird's schlecht. Abspringen, schnell. Puh. Das ist. HKP? Hat keinen Penis, keine Ahnung, ey. Lieber mal schnell abspannen, das Ding hier. Liegt der denn da oben rum, ey? Okay, zurück zum Wheelchair. Wir haben hier eine gute Straßensperre aufgebaut. Genau. Verstehe nicht, was solche Vögel immer von einem wollen. Ja, wir sind Fame, Crabs. We are famous! So, also einmal, wir sind das Blöde, man kommt mit dem Wheelchair nicht wirklich weit. Also, was für Wege haben wir denn oder was für Möglichkeiten haben wir? Ach, shit, ich habe nicht mehr eine Map, ey. Nicht viel. Jetzt ist auch der Heli so laut, ey, verdammt, muss ich mal leiser schrauben. So. Einen haben wir noch. Jetzt sind die am Wheelchair. Das sind keine Cops. Ich hätte den im Visier, ich könnte den einfach töten. Du kannst ja sagen, sie sollen sich von unserem Wheelchair verpissen. Die sind Privateigentum. Wer hast du jetzt geschossen? Nein, sie. Auf wen denn? Auf die Wheelchairs, glaube ich. Ich schieße auf die Wheelchairs, ich schieße auf ihren Rotor. So.
Ernsthaft? Was passiert? Hab ich ja gehört, ich hab gehört, glaube ich, habe das Ding ausgeschlossen. Ich hab meinen neuen Wheelchair geholt. Ich komm zu dir. Nee, ich bin da nicht mehr. Gehen wir zur Straße zurück, gehen wir wieder zurück. Ja, ich bin jetzt beim Hauptquartier hier. Ah, super, ich bin gerade weggefahren. Im Auto, ne? Ja, natürlich, haben wir einen Hunter geholt, Mann. Ich hol meinen Wheelchair. Mal stehen. Warte, wo bist du? Kommst du wieder zurück? Ja. Ja, stopp, hier bin ich. Stopp, stehen bleiben. Kann ich nicht einsteigen? Doch, jetzt. Da war es für ein abgesperrt gehabt, sorry. Ja. Das ist ja geil. Ich glaube, ich habe den Helikopter ausgeschossen. Ich habe nämlich direkt auf den Rotor geschossen. Steht der noch da vorne, oder was? Ja, fahr nicht über die Wheelchairs. Ja, nee, ich muss auf dem Weg drum rumfahren. Wo steht denn der Heli? Ist der gelandet, oder? Ja, der war gelandet. Ich weiß nicht. Ah, da haben sie den jetzt hingepackt. Können wir gucken. Ah, guck mal. Guck mal, komm, lass mal das mit anhören. Komm, steig mal bitte aus. Nee, ich nicht. Okay. Ich darf hier eigentlich gar nicht weinen. Okay. Schönen guten Tag. Uns sind leider zwei geistesgestörte. Zug, die Rollstuhlfahrer mitgenommen haben. Nein, es sind vorhin zwei Personen aus dem Medical Hospital ausgebrochen. Einer davon ist Krabs One und der andere ist Zander LP. Die sind flüchtig und die werden hier wahrscheinlich von einem Fahrzeug, die haben sich wahrscheinlich hier getroffen und haben hier die Rollstühle hier entsorgt. Okay, das ist nicht so voll. Ja, ich denke ja mal. Hatte ich was von deinem Krabs gehört? Ich würde auf jeden Fall meine Durchsage machen. Ja, ja. Was? Offizier mittendrin. Also, die sind flüchtig. Ja, genau, jetzt kommt der Typ hier hin. Wer sitzt denn hier im Fahrzeug? Ich sehe hier irgendwen. Nee, ja, super. Ist, danke, ist ein Dummy. Das ist ein Dummy. Wir haben immer für diese Reanimationsübungen haben wir immer eine Puppe mit dabei, die sitzt hier mal. Mach bitte die Dings zu, das die Tür. Ja. Ja, nee, wissen Sie, manchmal muss man einfach schnell vor Ort sein und da braucht man so eine Gummipuppe. Sie wissen auch, für spezielle Zwecke manchmal, die ist unmodifiziert, die ist speziell für die Medics. Danke. Ja. Also ganz klar, Schizophrenie hat drei gespaltene Persönlichkeiten, spielt manchmal als Hund, hört auf den Namen Wauzi und die schlimmste Person, die eigentlich sein könnte, ist er selbst. Aber das werden Sie dann schon merken, wenn Sie ihn treffen. Ansonsten. Die sollen ja die beschlagnahmen, die Rollstühle. Ja. Ich glaube, das kann ich auch. Eine kurze Frage. Da ich nicht selbst in der Lage bin, diese Rollstuhl zu beschlagnahmen, wäre das für Sie möglich? Oder ich glaube, ich kann das nämlich nicht. Ich könnte mal gucken, ob der ADAC zufällig noch Bereitschaft hat. Herr Kollege, steigen Sie mal bitte da aus. Unglaublich, oder? Jetzt behindern Sie auch noch hier die Maßnahmen der Polizei. So geht das natürlich nicht. Siehst du etwas, Krabs? Mhm. Sehr gut. Was haben Sie gegen Behinderte? Wer, wie bitte? Na, gar nichts. Ich meine, ich arbeite mit Leuten jeden Tag zusammen. Oh, ja, genau. Okay. Haben Sie ihn jetzt gesehen? Also, der war ja fix. Ich will gar nicht kommen sehen. Nee, das ist alles gut. Also, ich bedanke mich erstmal und würde direkt wieder zur Klinik zurückfahren, um zu gucken, ob denn weitere Unterlagen vorliegen. Ich muss mir mal die Akten der beiden Personen holen und dann werde ich Ihnen auf jeden Fall Bescheid geben. Okay, mache ich gerne. Hauptmeister Kraft wäre das. Okay, Herr Kraft. Einfach bei der Dienststelle anrufen. Alles klar. Herr Kraft, vielen Dank. Schönen Abend, ja? Ja, Ihnen auch und gute Fahrt noch. Dankeschön. Schnauze! Ja, lief doch glimpflich aus für uns. Für die erste Rollstuhlfahrt. Ja, klar, jetzt war ich daneben und dachte, ja klar, weil ich dich vorhin einmal umgebracht hatte mit so einem Rollstuhl. Ja. So nehme ich jetzt. Ja, stimmt, du wärst ja sogar dann wegen Mordes gesucht wahrscheinlich, ne? Ja, genau, richtig. Wegen Vehicle Deathmatch. Aber auch sehr geil, dass ich mir einfach mal gleich einen Hunter rausgeholt habe. So, was, damit geschossen, gleich mal einen Hunter rausholen.
Ja, die haben einmal auf den Wheelchair geschossen und ich hab dann auf den Motor geschossen und höre ich nur, wie das Ding ausgeht. Aber was ich sehr cool fand, ist, dass der Cop sofort da war. Der war ja, aber hier ist auch direkt die Polizeiakku neben uns. Ah, fuck, ich hab nicht mehr eine Karte, sehe ich gerade. Ausrüstung. GPS kann ich mir kaufen, yay. Und Defibrillator, der heißt aber im Inventar nicht Defibrillator, oder? Weiß ich nicht. Ersthilfekasten. Was mache ich denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Nehm mal deine Pillen, Kumpel! So, ich packe erstmal das Auto hier wieder und ich würde dann fast sagen, wir machen gut einen auf Server-Hopping und schauen, ob wir auf einem anderen Server Tag haben. Weil ja. ich würde gerne bei Tag weiter aufnehmen. Und ja. Das Fahrzeug soll jetzt geparkt werden. Was habe ich denn jetzt? Was habe ich jetzt schon wieder geparkt? War es schon wieder ein Rollstuhl? Ich weiß es nicht. Ja, du hast ja, den lange Rollstuhl da, der kaputt war. Naja, immerhin. Wir haben sauber gemacht und warte mal, habe ich hier noch Schlüssel irgendwo vom Rollstuhl? Schlüssel. Ja, drei Rollstühle stehen hier noch in der Gegend rum. Naja, gut, alles klar. Leute, ich finde, es war sehr amüsant, die Rollstuhlfahrt, die wir am Anfang geplant haben, haben wir gemacht. Dann musste ich den psychisch kranken Krabs leider vor zwei Zivilisten schützen. Und dann hatten wir natürlich noch den Ausbruch von Krabs und Zander aus dem, wie soll ich sagen, aus der Klapse, ja. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hier frei am Rumlaufen und terrorisieren die Stadt. Werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es mit Krabs und Zander weitergeht. oder was auch immer. Auf jeden Fall eine coole Folge. Danke, Krabs. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Zuschauer. Bis dann, macht's gut. Tschüss.